Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben mit diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz ein ehrgeiziges Ziel. Egal, über was man für Rentenmodelle man diskutiert, klar ist, die gesetzliche Rente ist die erste starke Säule. Aber genauso wichtig ist es, dass möglichst jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer eine starke Zusatzrente bekommt. Und mit diesem Gesetz wollen wir die Möglichkeiten schaffen, dass für jeden eine starke Betriebsrente möglich wird, dass nicht nur knapp 60% der Beschäftigten in Deutschland über einen Betriebsrentenanspruch verfügen, sondern möglichst eines Tages mal über 90%. Und meine Damen und Herren, so ein Ziel erreicht man nicht mit Rumjammererei und mit Zaghaftigkeit, sondern nur, indem man ehrgeizig ist. Und dieses Gesetz ist vor allen Dingen Ausdruck unseres Ehrgeizes, für eine starke Altersversorgung für alle Menschen in Deutschland zu sorgen. Jetzt wissen wir, dass es bis heute starke Hemmnisse gibt. Der Geringverdiener sagt zu Recht, ich habe doch gar nichts übrig. Deswegen die Geringverdienerförderung von 480 Euro jährlich durch den Arbeitgeber mit einem Teilrefinanzierung durch den Staat, ohne dass der Arbeitnehmer was zusätzlich dazu leisten muss. Also wir stärken arbeitgeberfinanzierte BAV und nicht eine, die zulasten des Lohns des Arbeitnehmers geht, zuallererst. Das Zweite ist, wir erhöhen die Riester-Förderung. Sobald jemand, und vor allem sobald ein Geringverdiener, ein paar Euro zusätzlich selber in die Hand nimmt, kann er die 175 Euro Riester-Förderung pro Jahr auch für seine BAV nutzen, weil man ja auch die sogenannte echte Doppelverbeitragung abschaffen. Das ist ein riesiger Fortschritt. Und wenn man sich dann anguckt, was da zusammen an Fördermitteln zusammenkommt, ist es ein Vielfaches dessen, was heute möglich ist. Und natürlich sagt ein geringverdiener Menschenskinder, wenn ich dann was wirklich mir vom Mund abgespart habe, aber am Schluss vielleicht doch Grundsicherung im Alter beantragen muss, dann wird es ja alles angerechnet. Da hat er heute recht. Das hält auch viele davon ab. Und deswegen stellen wir das völlig auf den Kopf. 100 bis 200 Euro Freibetrag in der Grundsicherung für jeden, der irgendetwas zusätzlich fürs Alter angespart hat, was zu einer Rentenzahlung führt. Das ist ein Wort. Jetzt gilt, wenn ich was Zusätzliches gemacht habe, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall im Alter besser dastehe als derjenige, der nichts gemacht hat. Und dann natürlich ist die sogenannte Entgeltumwandlung, dass ich also etwas vom eigenen Gehalt nehme und in eine Betriebsrente einzahle, ein gängiger Weg. Aber mit dem, was wir gemacht haben, sorgen wir dafür, es gibt künftig keine Betriebsrente ohne Arbeitgeberbeteiligung. Auch das ist ein riesiger Fortschritt, dass klar ist, was da eingespart wird an Sozialversicherungsbeiträgen auf der Arbeitgeberseite, geht zum allergrößten Teil in die Betriebsrente des Arbeitnehmers mit hinein. Auch das ein Warum nicht alles? Und dann genau das, Kollege Kapschak hat es Gott sei Dank schon gesagt, und es löst übrigens auch die ganze Problematik des Krankenkassenbeitrags in der Bezugsphase. Weil jetzt ist der Vergleich zu dem, was bekomme ich am Anfang rein und was ich am Schluss an Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen bezahle, nicht ein Minusgeschäft, sondern ein Plusgeschäft für den Arbeitnehmer. So. Und all diese Punkte gelten für jeden Arbeitnehmer in Deutschland, ob tarifgebunden oder nicht tarifgebunden. Und deswegen ist das allererste, was man festhalten sollte, und es war uns als Union wichtig, der wichtigste Teil dieser Reform ist eine, die nicht an Tarifverträgen festmacht, sondern die für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Jeder profitiert von den Vorzügen des neuen Gesetzes. In der Tat haben wir auch miteinander ein Sondermodell, dieses sogenannte Tarifvertragsmodell, beschlossen, das jetzt schon ausführlich dargestellt worden ist, was es natürlich möglich macht, dass mehr Betriebe, die bisher gezögert haben, über einen solchen Tarifvertrag jetzt sich mitbeteiligen an der BAV, und was möglich macht, dass man eine Zielrente vereinbart und damit auch in der Anlage
Politik größere Freiheiten hat als heute. Und das machen wir nicht, weil wir irgendwo pokern wollen oder Lotto spielen wollen. Solche Verdächtigungen sind, finde ich, eine Gemeinheit gegenüber den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, die verantwortungsvoll mit Tarifverträgen umgehen. Schlicht eine Gemeinheit. Sondern weil wir den Arbeitgebern und den Gewerkschaften ermöglichen wollen, Modelle auszuprobieren, bei denen mehr Rendite, sprich mehr Geld für den einzelnen Arbeitnehmer und seine Betriebsrente herauskommen. Und ich finde, wenn man das vernünftig organisiert, auch mit vernünftigen Sicherungsvorschriften, ist das ein Weg, den man gehen kann. Uns als Union war wichtig in den Verhandlungen, und da sind wir auch froh, dass wir das durchgesetzt haben, dass allerdings Folgendes klar ist. Wir wollen niemanden in ein neues Modell zwingen, wenn er es nicht will. Deswegen stellen wir im Gesetz klar, die Tarifpartner sollen bestehende Betriebsrentensysteme, die gut funktionieren, auch weiter bestehen lassen und nicht durch das neue Modell ersetzen. Und sie sollen zum Zweiten nicht tarifgebundenen Unternehmen ermöglichen, durch Inbezugnahme ohne unbillige Zusatzauflagen teilzunehmen. Und Herr Kollege Kurz, das sehe ich völlig anders wie Sie. Im Gegensatz zu Tarifverträgen, die Vergünstigungen für tarifgebundene Arbeitnehmer und Arbeitnehmer vorsehen, in der Frage der BRV ist gerade umgekehrt. Eine starke Betriebsrente habe ich dann, wenn ich Masse habe, wenn ich also möglichst viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbeteilige, viele Betriebe, und deswegen wird es ein natürliches Interesse geben, auch viele nicht tarifgebundene Unternehmen mitzubeteiligen, damit es zu einer erfolgreichen Betriebsrente insgesamt kommt. Herr Kurt, es kommt nicht darauf an, was A, B oder C sagt, sondern es kommt darauf an, was steht im Gesetz. Und genau das haben wir ins Gesetz hineingeschrieben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ganze Unternehmen, was wir mit diesem Gesetzentwurf starten, wird natürlich davon abhängen, ob die Botschaft, ob die Neuregelungen, ob die Attraktivitätssteigerungen, die wir für Betriebsrente auch finanzieller Art in diesem Gesetz verankert haben, auch bei den Beschäftigten in Deutschland ankommen. Und deswegen bitte ich herzlich darum, in den Vordergrund nicht die Kritisiererei zu stellen. Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin. Und deswegen bitte ich herzlich, in den Vordergrund nicht die Kritiziererei zu stellen, sondern die Aufforderung, die Bitte, Betriebe und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu ermutigen, nutzen Sie diese Chance für eine starke zusätzliche Altersversorgung. Vielen Dank. Der Kollege Birkwald hat das Wort für eine Kurzintervention. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin.